Die Weihnachtszeit ist nicht nur die dunkle Zeit, sondern auch die Bockbierzeit. Und das Ganze verbunden in einem Bier, jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt heute aus dem Kalea Bierkalender vielleicht dieses Bier gezogen. Der schwarze Bock von der Craft Beer Werkstatt aus Böbling. Und ich muss an dieser Stelle mich nochmal beim Olli entschuldigen. Wir hatten ein schönes Interview zu diesem Bier gemacht, aber ich hatte leider große Tonprobleme und das Video ist nicht zu gebrauchen gewesen. Und ich werde das Ganze jetzt nochmal hier verkosten. Ich hoffe, ich vertrete den Olli würdig. Stellt ihn euch an meiner Seite vor. Er ist ein wirklich netter Kerl und macht wirklich super Biere. 7,1 Volumenprozent Alkohol, 16,1 Grad Plate, also Grad über der Bockbiergrenze ist dieser schwarze Bock. Und dunkler untergäriger Bock ist das erste Bier der Kraftbierwerkstatt, das nach bayerischem Reinheitsgebot gebraut wurde. Feinstes Roggenmalz ist verantwortlich für die dunkle, fast schwarze Farbe. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an, was er hier zustande gebracht hat. Ich habe das Bier ein bisschen wärmer werden lassen. Ich würde mal sagen, irgendwo zwischen 8, 9, vielleicht 10 Grad. Und freue mich da jetzt schon auf ein sehr schönes Bierchen. Und wie gesagt, ich habe es ja mit dem Olli zusammen schon getrunken und tatsächlich, also es schimmert so leicht rötlich. Ich glaube, das kann man so leicht erkennen. Hat einen schönen 2,5 Finger breiten hellbraunen Schaum hier oben auf dem Glas. Macht jetzt ja, auf den ersten Blick so einen mittelstabilen Eindruck. Schöne mittlere Pore auch oben drauf. Und das Bier selber, glaube ich, ist sehr klar und ungetrübt, auch wenn man da halt kaum durchschauen kann. Aber es macht schon den Eindruck, als wäre es schön gefiltert. Hui! Also, leichte Röstnoten, nicht so intensiv, eher kräftig, malzig, getreidig. Also dieses Roggen, den Roggen riecht man schon richtig raus. Schokolade ein bisschen. Und was ist denn das hinten? So was Fruchtiges. Das erinnert so ein bisschen an Kirsche. Ist da Kirsche? Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal nicht. Ah, wurscht. In diesem Sinne. Cheers. Ha. Und ja, es ist ein Bockbier. Ja, es kommt schön malzig daher. Ja, es kommt schön süß daher. Es hat so ein bisschen Rosine ist mit drin. Bisschen Pflaume, ganz leicht auch Alkohol, aber die Süße, die ist so angenehm. Die ist nicht klebrig, die ist einfach nur sehr harmonisch mit diesem Bier. Wir brauchen uns keine Gedanken über irgendwelche Hopfenbittere zu machen. Die ist wirklich ganz leicht da, aber spielt in diesem Bier eigentlich keine Rolle. Unterstützt vielleicht nur so ein bisschen auf der einen Seite oder spielt gegen diese Süße ein bisschen dagegen, balanciert das perfekt aus, aber es ist ein herrlich süffiges, leider 7,1 Volumenprozent starkes Bier. Malz- und Röstnoten spielen definitiv die tragende Rolle hier. Es ist jetzt aber nicht so intensiv kaffeeig, schokoladig, ein bisschen Schokolade ist schon dabei, aber so diese Kaffeenoten, maximal ganz, ganz dezent, sondern es ist tatsächlich ein Bier, was eher über diese leichte Fruchtigkeit, ein bisschen intensivere Süße sich heranarbeitet und tatsächlich über das Roggenmalz hier zu einem sehr einzigartigen, schönen Bier sich hinarbeitet. Es hat ein bisschen zurückhaltende Kohlensäure auch. Das passt natürlich auch bei diesen etwas stärkeren Bieren. Die will man nicht so richtig spritzig haben, also perfekt gemacht. Und hat natürlich einen schönen, kräftigen Körper. Auch das braucht man eigentlich bei so einem Bier gar nicht mehr zu erwähnen. Das muss dann eigentlich auch schon so sein. Und Kohlensäure schön, fein, cremig auf der Zunge. So wie es halt eben dann sein muss. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen überlegen. Ich habe das hinten nach. Der Alkohol ist immer so, er schwebt wie so ein Heiligenschein über dem Ganzen. Er ist da, er ist präsent, man merkt ihn, aber er tut nie so richtig weh und oder er tritt nie so richtig ins Rampenlicht rein. Weh, Gottes Willen, was habe ich jetzt da gesagt? Nee, aber er tritt nie so richtig ins Rampenlicht rein.
Und das ist auch das Angenehme an dem Bier. Man wird ein bisschen daran erinnert, hey, Achtung, 7,1%. Aber er macht halt eben nie so richtig Alarm. Und es erinnert mich so ein bisschen auch über diese Rosinen, diese leichte Süße, so ein bisschen an Portwein. Und hinten raus, im Nachtrunk, ist es dann so ein bisschen brotiges Malz, sanft und leider, aber das ist leider auch wieder sehr süffig. Und diese 7,1 Volumenprozent Alkohol, ja, die können einem zum Verhängnis werden. Ich finde es ein herrliches Bier, der Schwarze Bock aus der Craftbierwerkstatt in Böblingen von Probiert.tv. Gibt es für dieses Bier, das glaube ich in 2 Kalendern heute drin ist, 4,5 Punkte für den Schwarzen Bock aus der Craftbierwerkstatt in Böblingen. Und wenn ihr dieses Bier auch mögt, dann sagt es uns in der Biertasting Club App und bewertet dieses Bier, damit vielleicht der Schwarze Bock am Ende der Adventszeit für die Kalender durchs Ziel als Sieger geht. Ansonsten helft ihr natürlich nur anderen mit, dieses Bier, wenn sie es das ganze Jahr über mal irgendwo im Laden finden, mögen und schätzen zu lernen, beziehungsweise tauscht euch einfach aus mit anderen Bierfreunden. Dazu ist das Ganze ja da. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert.tv. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.